Kratos. Na gut, eigentlich nicht Kratos. Kratos ist ein bisschen angeschlagen. Das hat seinen Grund. Denn wir werden jetzt ein Mystic Art versuchen zu machen. Und er muss 15% seiner maximalen KP noch haben. Also roter Bereich. Eigentlich im Grunde dasselbe wie Lloyd. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Das ist immer so ein Pain. Don't get too comfortable. It's over. Chains of Divinity. Shining Bind. In dein Gesicht! Ja, weg mit euch! Nein, das wollte ich nicht casten. Ich wollte den Kampf eigentlich nur beenden. Ihr seid Low-Life-Level, Kreaturen! Geht weg! Chicken, du bist Low-Life. Let's hurry on. Man, I didn't get to do anything. Ach, komm schon! Die macht die Zeit über, wenn jetzt hatten wir das schon mal? Ja, ich glaube schon. Wobei, wenn wir nochmal zum hier, Dariskalan gehen. Dann gibt es da noch eine Plauderei, die man nur mit Kratos hat. Bezüglich des Daris-Emblem. Finsternis in Mythos, ist das das? Ja, das Daris-Emblem enthält die Finsternis von Mythos. Mythos-Finsternis? Er wurde als Halbelf unterdrückt, danach wurde er zum Helden und schließlich verraten. Sein Hass und seine Verbitterung spiegeln sich hier wieder. Das ist also an die Finsternis in unserem Inneren appelliert und hat so Eindringlinge ferngehalten. Dann müssen wir Lloyd dankbar sein, seine Stärke hat uns gerettet. Nein, so war das nicht. Ich war das nicht, sondern die Macht des ewigen Schwertes. Aber die Stärke, es zu führen, steckt in dir. Gut gemacht. Danke. Ja, so fein gemacht, Lloyd. So fein gemacht. Hier kriegst du Schulterklopfen. Auch wenn ich gerade, auch wenn das gerade meine eigene Schulter war, weil ich ja schlecht auf deine Schulter klopfen kann. Ja, Miso. Sheena hat ihr Duell gegen Kuchinawa gehabt, gewonnen. Und dementsprechend können wir uns eine kleine Szene jetzt angucken. Da wir Kratos in der Flanor-Szene hatten. Ich nehme an, du hast es gesehen, Lloyd. Den unheilvollen Mond, der unseren Himmel verdeckt. Das ist Dariskalan, habe ich recht? Scheint so. Anscheinend habe ich noch nicht alle von euch kennengelernt. Mein Name ist Kratos, ich bin ein reisender Söldner. Was hat es jetzt noch für einen Sinn zu lügen? Ja, Kratos ist ein Crucius-Engel. Oh. Und mein leiblicher Vater. Oh, er errötet. Und ein Verräter, der uns in den Rücken gefallen ist. Ach, je. Und jetzt ist er sozusagen einer von uns. Sozusagen, hm? Du tätest gut daran, deine Worte mit größerer Sorgfalt zu wählen, Lloyd. Was? Warum? Ich habe doch nur die Wahrheit gesagt. Und Offenheit ist eine Tugend, außer wenn sie es nicht ist. Wenn ich das Ganze vielleicht in Kontext setzen dürfte? Schwarzblende, die alles erklärt, was bisher geschehen ist. Ich verstehe. Und ihr habt die Sache mit einem Duell bereinigt. Ja, unser Kampf, Lloyd, gegen Kratos, bevor wir gegen Origin gekämpft haben. Das in dem Ritual der Entscheidung, das die Bewohner von Mythos praktizieren. Im Grunde das Duell Sheena gegen Kuchinawa? Ja, wir sind uns nicht unähnlich. Das haben Sheena und Kuchinawa gemacht. Genau, wenn Leute Grund zum Unmut haben, können sie ein Urteil erwirken, indem sie vor einem Zeugen gegeneinander kämpfen. Das ist eine unserer ältesten Traditionen.
Und wenn mich nicht alles täuscht, findet der Kampf für gewöhnlich auf der Insel der Entscheidung statt. Vor langer Zeit war sie als die Insel Ganryu bekannt. Ihre heutige Bedeutung erhielt sie, als zwei der wichtigsten Schwertkämpfer aller Zeiten sich dorthin zurückzogen, um zu kämpfen. Jedoch ging es ihnen nicht um Rache, sondern darum, ihre Fähigkeiten im Zweikampf zu verbessern. Ganryu? Die Inselentscheidung ist die Insel Ganryu, die aus den Erzählungen? Unglaublich! Einfach unglaublich! Jetzt leg sie wieder los. Und was soll das heißen, Kratos? Der 4000 Jahre alte Engel Kratos fürchtet sich vor Rain. Yay! Da fällt mir auf, dass ihr eine verblüffende Ähnlichkeit habt. Leute und Kratos, ihr seid den Kämpfern, die auf der Ganryu-Insel gegeneinander angetreten sind, auffallend ähnlich. Ja, wie waren sie so? Einer der Männer hieß Musashi, ein erbitterter Krieger, der mit zwei Klingen kämpfte, so wie du, Lloyd. Er hat sich bestimmt gedacht, wenn ein Schwert stark ist, sind zwei Schwerter doppelt so stark. Das ist eben der Mathematik. Ja, genau, so funktioniert das, Lloyd, so funktioniert das. Definitiv. Das ist simple Idiotie. Der andere hieß Sasaki, ein Schwertmeister von herausragender Fähigkeit. Und wer hat gewonnen? Was? Weißt du das nicht, Lloyd? Diese Geschichte ist legendär! Vielleicht hier, aber ich komme aus Silberrand, schon vergessen. Wenn man der Geschichte glauben schenken darf, ging Musashi als Sieger hervor. Mir scheint die Geschichte tendiert zu Wiederholung. Ich hab's mir doch gesagt, Mathematik! Ich hab's dir doch gesagt. So jemand wie du kann ich mir das Wort Mathematik buchstabieren! Die Kleidung, die die beiden Krieger bei ihrem berühmten Duell trugen, befinden sich in meinem eigenen Haus. Wollt ihr sie vielleicht anprobieren? Wie bitte? Eine solche Gelegenheit, direkt im Kontakt mit der Geschichte zu machen, darf man sich nicht entgehen lassen, geht schon! Ah, oh, echte Samurai-Krieger. Kleider stehen euch. Das ist alles die Sache, sehen nicht viel anders aus als das, was die jungen Dorfbewohner heutzutage tragen. Wo sind die Risse und die Blutflecken? Ich hatte mir etwas mehr Geschichte erhofft. Rain will Blut sehen! Ich würde ja sagen, du kannst uns ja abstechen, wenn du Blut sehen willst, aber... das wäre ein bisschen schlecht. Und die Qualität ist echt beeindruckend. Die Bewegungsfreiheit ist besser, als man denkt. Und man fühlt sich gleich viel stärker. Dabei erhöhen Kostümtitel keine Werte. Wie kann er sich stärker fühlen? Wenn sie euch gefallen, dürft ihr sie behalten. Vielleicht werden die Geister ihrer ehemaligen Besitzer über euch wachen. Es wäre eine Ehre, sie vorübergehend ausleihen zu dürfen. Vielen Dank. Uff, ich krieg kaum Luft hier drin. Lloyd hält den Titel Unerreichte Klinge. Und Kratos Stahldämon. Unerreichte Klinge trägst du sogar. Das Vermächtnis eines Kriegers, dessen Doppelklinge seinen Namen legendär machte. Der Legende nach ein ebenso schöner wie starker Schwertkämpfer klingt suspekt. Ja, yeah, definitiv suspekt. Na, ja, lassen wir mal die Kostüme kurz an und gehen zurück nach Silberrand für eine kleine Szene. Ich könnte natürlich jetzt auch faul sein und einfach den Spielstand laden. Aber hey. Sind wir mal nicht so.
Außerdem ist ja Luin praktisch ein Katzensprung entfernt. Ein riesiger Katzensprung über den Ozean. Na gut, da ist eine Brücke zwischen den Kontinenten. Kleine Brücke. Luin! Schaust du so? Ach nichts, ich dachte nur, wie schnell die Zeit vergeht und wie viel Gutes passiert ist. Wirklich? Als ich zum ersten Mal die zerstörte Stadt sah, ich hätte nie gedacht, dass sie so weit wieder aufgebaut werden könnte. Ach so, du redest von Luin. Weißt du, woher der Name Luin ursprünglich hat? Woher der Name Luin seinen Ursprung hat? Was? Nein. Luin ist ein Wort aus einer altertümlichen Sprache und bedeutet, wird zerstört. Das heißt, als sie damals der Stadt ihren Namen gegeben haben, voll Foreshadowing. Vor langer Zeit hatte die Stadt einen ganz anderen Namen. Aber sie wurde im Alten Krieg zerstört und wieder aufgebaut. Das heißt, die Stadt wurde vor dem LP schon mal zerstört? Und wurde dann wieder während dem LP zerstört? Alter! In Tales of Phantasia werden ja auch einige Städte zerstört. Lass mich raten, eine dieser Städte, die da zerstört werden, ist Luin in der Zukunft. Mein eigenes Headcanon! Mann, das wusste ich nicht. Zu diesem Zeitpunkt änderte man den Namen der Stadt in Luin. Damit sie wieder zum Leben erweckt werden kann, selbst wenn sie zerstört werden sollte. Na, diesmal wurde sie auch wieder zum Leben erweckt. Dank dir. Es ist dir zu verdanken, dass diese Stadt ihr Leben zurückgewonnen hat. Warum dankst du mir? In dieser Stadt wurde Anna geboren. Mama wurde hier geboren? Ja? Dieses Mal werde ich die Stadt beschützen. Ich schwöre es. Das kannst du aber schlecht, wenn du mit Darius Khan abhaust. Ja, wir werden sie gemeinsam beschützen. Bis du nach Darius Khan abhaust. Ja. Das Auxilia-Exe funktioniert. Auxilia? Nein, das Symphonia funktioniert nicht mehr. Was zur Hölle? Luin ist nicht ohne Grund die Stadt der Zerstörung. Wenn er mal so ein Spiel abstürzt. Ah. Aber das kann auch eine gute Sache sein, weil bekommt man nicht sogar noch eine Plauderei, wenn man inschläft oder. Kann ich das jetzt nicht mehr haben, weil ich es ja schon mal gehabt habe und bla bla bla. Doch, willkommen zurück, Kratos. Du bist stark geworden. Bitte? Dein Umgang mit dem Schwert ist besser geworden, aber auch deine Persönlichkeit ist gegreift? Greift! Wirklich? Ich hoffe, du hast recht. Nun kann ich mich endlich entspannen. Ich bin sicher, auch Anna ist erfreut darüber. Ich frage mich, ob Oma wirklich glücklich ist. Anna hat sich eine Welt gewünscht, in der alles Leben respektiert wird. Und nun kämpft ihr Sohn für diese Welt. Auch wenn sie sich Sorgen um deine Sicherheit macht, sie ist sicherlich glücklich. Ja, und schließlich kämpfe ich mit meinem Vater Seite an Seite. Eigentlich hätte er blaschen müssen, weil er wurde schon wieder von seinem Sohn Vater genannt. Also es ist doch was Gutes, dass das Spiel abgestürzt ist, weil ich mich dann nochmal daran erinnert habe, dass es Plauderei gibt. Wenn Kratos die Gruppe, ne, erneut in die Gruppe kommt und man dann in ihn übernachtet. Aber darf ich jetzt vielleicht eventuell, warte, das war ein bisschen zu weit. Darf ich jetzt